So, willkommen im letzten Videoabschnitt. Es sind noch 20 Minuten zu spielen, bis es 12 Uhr bei mir sind. Bei mir ist. Und möchte Kumo-Weide immer noch haben. Okay, Vulkankrollenpilz, Schlucht Kumo-Weide. Fragezeichen, Fragezeichen. Valuigi Arena Rennpiste. Kumo-Weide. Yes, sir. Sinnlose Strecke FTW. Drei, zwei, eins, los! Wah! Massenstart. Ein Pilz. Oh! Den nutze ich aber auch zum Starten. So. Na, ja, der Rückwärtsgang ist in dem Spiel ein Ticken, also wesentlich stärker als eine normale Beschleunigung bei manchen Fahrzeugen. Will ich mal so nebenbei anmerken. Deswegen habe ich das mit dem Pilz da jetzt gemacht. Oh nö. Verzichte. Aua. Okay. Was haben wir denn da hin? Yoshi. Ein Bullet Bill. So. Gut. Und den aktiviere ich jetzt einfach mal. Nein, 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 ich wollte ihn gerade aktivieren. Direkt an der Rampe wollte ich sagen. Na egal. So. Ich will ein Item. Ohne Item mache ich den Rest jetzt nicht. Ja, Stern. Gut. Komm, blitz dahinter, du letzter Mann. Goldpilz! Yes, sir. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, verdammt. Reicht das Tempo nicht aus. Nächstes Rennen. Rennen wird vorbereitet. Bitte warte. Dani, ich glaube, der ist wieder neu reingekommen. Kann das sein? Wenn nicht, dann habe ich ihn gerade die ganze Zeit nicht gesehen. So, und jetzt will ich noch Sorbitland haben. Dann bin ich zufrieden. Welche Strecken waren jetzt davon noch nicht? Ich glaube, nur Vulkangrollen waren nicht und Sobbetland war nicht. Von den Strecken, die jetzt hier zur Auswahl stehen. Obwohl N64 kann ich mir jetzt auch nicht daran erinnern, dass wir die gefahren sind in dem Abschnitt. Wäre auch eine Möglichkeit. Würde mich über beides freuen. Über Sobbetland und der N64. Vulkangrollen natürlich auch, das ist auch eine coole Strecke. GBA 3. Gut, ich glaube, ich schließe mich nächste Runde dann mal dem N64 an, oder? Nö, ich möchte Sommerland haben. Bin ich jetzt eiskalt. 3, 2, 1, los. Okay. Jetzt habe ich einen Pilz. Wir haben 100 CC, das ist mir. Nee. Mache ich jetzt nicht. Auch wenn ich den, mir ist es eigentlich geübt bin, das ist mir in dem Fall dann. Nee. Bei diesem Andrang sowieso. Wenn ich da schon sehe, wenn ich mich in Position bringe, dass da alle dann an mir vorbeiziehen, dann ist das schon so. Nee. Ich will lieber hier angreifen. Komm schon. Komm. Wow. Ey, gut, dass ich den Stunt gemacht habe. Der hat dafür gesorgt, dass ich nur meine Richtung ändere. Und bam. Nein! Och Mann, oh, ich bin getroffen. So, ach. Aus nächster Nähe. Für ein Item. So viel dazu. Und einmal Purzelbaum. Miau.
Oh, ja, schön. Der Rückspiegel ist voll. Bitte, bitte. Ah, ja. Mal was zum Gas geben. Ah, du, super, super, super. Ich wollte gerade sagen, ah, verdammt, kein Item da. Schön die Kurve mal ein bisschen ausschmücken. Drei Pilze. Nice. Und da ist einer runtergefallen. Okay. Ja, da fährt den hinten auf. Sauber. Und wieder der unverdiente Blue Shell. Ach, verdammt. Ich wollte den Pilz mir nehmen. Ich glaube, ich halte meinen Panzer. Okay, ich setze ihn ein. So viel dazu. Ich wollte ihn eigentlich halten wegen der Blue Shell. Falls jemand noch eine hatte. Hätte. Los, komm. Yes, gerade Sniper. Das ist das keine. Wenn man nicht in den Rückspiegel guckt, passiert sowas. Autsch. Schön dicht an der Ecke bleiben, damit euch ja die rote, wenn der Gegner eine haben sollte, nicht so leicht erwischen kann. So. Zack, hier hin. Verdammt, bei ihm war der Frump ein bisschen höher. Hoch, 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 hoch. Ah, gut, dann trifft mich der Pownet. Ah. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass da noch was kommt. Irgendwas. Einfach nur so ein dämliches Gefühl. Ja, nehmen wir hier was hin. Hier was hin. Und hier was hin. Haben wir dann die ganze Strecke ein bisschen voll gekleckert. Ja, genau, Daisy, komm. Gib's den Funky. Mach ihn fertig. Und Bowser abgeschlagen auf seiner Heimatstrecke. Überall das Bowser-Logo. Hat sich das eigentlich je geändert, dieses Bowser-Logo? Ich glaube nicht. Joa. Nächstes Rennen. Wir sind 12 Leute eventuell. Bin ich mal gespannt. Zeige ich eigentlich jedes Mal. Ich bin ja mal gespannt, wer da jetzt dabei ist. Ja, mir wurscht. Ich freue mich trotzdem. Kein neuer. Außer der ganz unten links, aber der ist mir nicht bekannt. Sorbetland. Juhu, noch einer will Sorbetland. Dann fällt sich mal aus Piste. Wo ist mein... Ey, wo ist derjenige hin, der Bowser-Festung gewählt hat, N64? Mano. So, N64 Marios Rennpiste. Ich würde hier gerne mal am Start so ein bisschen abbremsen und warten. Ach ja, hier überlappen die Teile nicht so ganz. Fällt mir gerade so auf. So, gut. Wollte nur nicht einen extremen Start. Ja, macht da nur. Steht da rum. Au. Voll die Kamikaze-Tackle-Attacke. So, wenn ich jetzt den Pilz... Ich weiß nicht, wie viel CC wir haben. Wenn ich jetzt den Pilz gut ansetze, den Goldpilz, kann ich den bis an einem gewissen Punkt mitnehmen. Ah, verdammt. Da fehlt doch ein bisschen der Speed von Baby Daisy. Ja, das kann man da richtig gut einsetzen. Wow! Rums. Ich habe die Blue Shell gesehen. Das war ja... Oh, ich hab ein Pow. Mal ganz ehrlich, das gefällt mir sogar. Wenn kein Blitz kommt, kann ich... Vergiss es. Vergiss es! Wenn kein Blitz kommt, werde ich den Pow für mich nutzen.
Der Yoshi fährt sowieso ein bisschen schräg. Wenn ich mich so pound, dass keiner ein Item nutzen kann davon und danach für mich die Shortcuts haben. So. Und Yoshi fährt mit Bullet, soweit ich das jetzt sehe. Gut. Ja, überholt mal schön alle. Damit ich ja die Items rauspauen kann. So. Pau. Stern natürlich. Sauber. Hau ab, Dani. Ja, toll, den ersten krieg ich nicht mehr. Die Distanz ist zu groß. Dann lasse ich das lieber. Kurz im Baller stellen was nach. Vergiss es. Geht eine Pflanze kaputt. Und schieß nichts nach hinten. Ich will den Auflauf so laufen lassen, wie er läuft. Es gab keinen Blitz, wa? Die Strecke ein bisschen verwunderlich. Nächstes Rennen! Rennen wird vorbereitet. Punkt, Punkt, Punkt. Gut, was haben wir denn? Stoniak. Ja. Gut, gut. So, ich will Sauerbettland. Immer weiter. So. Was haben wir denn? Shy Guy, Sauerbett, Dschungelpark, Luigi, Sauerbett, Waluigi, Rennpiste, Delfino, Luigis Piste und Fragezeichen. Und ganz oben auch Fragezeichen. Dschungelpark. Okay. Dschungelpark, eine schöne Strecke, vor allem für Driftfahrzeuge. 2, 1, los hier. Boah. Kusch dich mal. Oh. Ich sag, zum einen kusch dich mal und der nächste fährt mir rein. Komm schon, Stone. Den Ball ist weg. Der Rote wird ihn versenken. Oder mich. Cool. Ich konnte trotzdem noch schießen, obwohl sie mich erwischt hat. Ja, egal. Pilz Nummer 1. Pilz Nummer 2. Und Pilz Nummer 3, weil ich gezwungen habe, Hasen einsetzen musste. Oh, klau mir nur beide Items, du fette Sau. What the fuck? Was war das für ein Massaker? Der kommt mit Stern. Ah, Mann. Oh! Das ärgert mich. Wow, du hast es noch weitergegeben. Und knallst dir noch eine rote rein. Böser Junge, du. Rums. Reingetackelt. Ein Pilz. Damit mache ich jetzt gerade nicht den großen Sprung. Na, schönes Item ziehen. Eine rote und da kommt was Blaues. Aha, das ist ja schön. Bumm, und nochmal nachsetzen. So wie es sich gehört. Jo, eine Banane dahin. Eine dahin. Eine dahin. Und schon ist die Kurve neu gepflastert. Schade, dass keiner reinfährt. Ich hab extra die Kurve neu gepflastert. Mit Bananenschalen. Ich will ein paar Bananen haben. Bananen. Ah, perfekt. Kann man ihm stinken, dass er vielleicht einen Brückenschuss ansetzt.
Also, dass er so schießt, dass ich dann nach der Brücke im Shortcut getroffen werde. Das will ich jetzt vermeiden, indem ich mir jetzt Bananen auf die Brücke zentral lege. Dadurch kann er keine rote schießen über größere Distanz. Nein! Vergessen zu dodgen. Naja, jetzt hätte er auch eine rote schießen können, ohne dass er das beachten hätte müssen. So. Ja, es geht bald wieder auf die 9999 zu, würde ich mal sagen. Und nächstes Rennen. Rennen wird vorbereitet. Punkt, Punkt, Punkt. So. Ich glaube, von der Zeit her, wie ich jetzt gerade sehe, wird es das letzte Rennen sein. Und da will ich jetzt nochmal N64 Bowser Festung wählen. Gut. Mal gucken, welche Strecke drankommt. Der letzte natürlich braucht noch ein kleines bisschen, bis er gewählt hat. Und es kommt Sorbitland. Nice! Das heißt, die letzte Strecke ist meine Favoritenstrecke, Sorbitland. Auf 100 cc. Aber nicht mit meinem Fahrer. Egal. Los! Pum, direkt erstmal angeckt. Naja, egal. Ich kann mir vielleicht einen Goldpilz sichern. Maxi-Pilz, auch nicht schlecht. Maxi-Pilz! Ich will aber den platt fahren. Hier fahr schnell das Item weg. Vergiss es. Wow. Haben es ganz schön angesaust hier. Esser, danke für den Windschatten. Ich bin aber schutzlos. Ich fahr eng. Weil wenn er einen roten hätte, hätte er mich jetzt... Oh, aua. Nein, du brauchst mir keine Bananen ins Gesicht zu legen. Ich habe keinen Appetit. Ich bin ein Knochentrocken. So. Dum, dum, dum. Nein! Ich habe gerade an Blitze gedacht, aber nicht in der Hinsicht. Ich habe an diese statischen Blitze gerade so im Kopf so ein bisschen gedacht, so, ne? Von der statischen Elektrizität, wenn man sich die Haare kämmt und eine Rutsche runterrutscht, so. Zumindest damals als kleines Kind, so, dass man dann statisch aufgeladen war. Daran habe ich gedacht. Oh, der kommt da ganz schön in Bedrängnis. Wow. Die Grüne war ziemlich knapp an meinem Fahrzeug vorbei. Nein, ich wollte die Banane nutzen. So, rote. Ach Mann, oh, ich wollte sagen, verteidige mich. Aber das kann ich jetzt auch knicken. Da geht der erste Platz flöten. Ich habe einen Pilz. Nice. Hoppa! Rüber, gerade so. Ja. Verdammt, es hat nicht geklappt. Ich heb mir das auf. Ich warte, ich warte. Ich muss jetzt geduldig bleiben. Ich darf nicht überheblich jetzt agieren. Okay, jetzt ist es egal. Ich muss mich ein bisschen zurückfallen lassen, damit ich ein gutes Item kassieren kann, damit ich jetzt wieder das aufholen kann. Anders habe ich keine Möglichkeit. Aber leider verwehrt mir das Spiel diese Möglichkeit. Jetzt da.
Brauche ich nur noch zwei rote oder ein... Aha, ein rote wollte ich schon sagen. Pilze. Naja, egal. Verdammt. Hat mir das Spiel das ein bisschen verwehrt. Naja, egal. Zweiter Platz fürs Ende ist auch okay. So, damit beende ich diese Aufnahmesession. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn es nächstes Mal wieder so klappen würde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.